Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei der Anfängerliga. Geht's weiter. Hier Rennen Nummer 4 und Rennen Nummer 5. Hier Gruppe 4 Cup. Ja, das Rennen 1, 2, 3, das habe ich schon hochgeladen auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr in meiner Playlist gerne mal vorbeischauen. Ja, Gruppe 4 Fahrzeuge, interessante Fahrzeuge, würde ich sagen. Wir starten jetzt hier los mit Rennen Nummer 4. Ja, und zwar habe ich mich für diesen Mercedes AMG hier entschieden bei Gruppe 4 Fahrzeuge. Ja, ihr startet hier ganz normal auf den 10. Platz, müsst also nur 9 Fahrzeuge überholen. Hier die Karre mal von vorne mit Lichthupe. Ja, super cooles Fahrzeug auf jeden Fall hier bei Gran Turismo Sport. Ja, und um den ersten Platz zu erreichen, dafür habt ihr 3 Runden Zeit. Ja, auf jeden Fall genug Luft nach vorne, 3 Runden. Sollte ja für jeden, denke ich mal, zu schaffen sein hier. Ja, auch dieses Fahrzeug, der Mercedes AMG, den kann ich euch wirklich empfehlen. Wirklich ein super Fahrzeug hier bei Gran Turismo Sport. Ja, wirklich ist ein Fahrzeug der Gruppe 4 hier auf jeden Fall. Das Rennen ist Anfängerliga. Ich sagte ja schon, dass es auch die Gegner natürlich sehr, sehr leicht sind. Also auf jeden Fall, denke ich mal, sollte hier wirklich kein Fahrer irgendwelche Probleme haben, um hier den ersten Platz zu erreichen. Ja, und jetzt haben wir hier auch gleich den ersten Platz. Wir müssen noch den einen hier überholen. Und da sind wir schon vorbei und haben uns hier den ersten Platz gesichert. Erste Runde, würde ich sagen, zwitschig nach vorne zur Siegerehrung. So, dann haben wir Rennen 4 schon abgeschlossen. Jo, das ging relativ zügig. Ja, und Rennen Nummer 5, da schaut erstmal nach oben hier. Auch hervorragend. Sieht doch wirklich wunderbar aus, der Anfang hier beim Rennen. Ja, einfach mal da schauen. Ja, haben sie wirklich cool gemacht hier bei diesen Rennen. Da haben wir schon 2 überholt. Haben wir schon den 8. Platz gesichert. Also am Anfang startet ihr hier auch auf den 10. Platz. Müsst also wieder dann diese 9 Fahrzeuge überholen. Und wie beim Rennen davor habt ihr hier auch 3 Runden Zeit. Ja, und ich bin wieder mit diesem Mercedes-Benz hier AMG bin ich wieder gefahren. So, jetzt sind wir mittlerweile schon auf dem 5. Platz. Ging wieder relativ zügig. Also ihr seht natürlich wieder Anfängerliga. Ja, das ist relativ leicht. 4 Fahrzeuge müssen wir nur noch überholen. Da seht ihr schon die anderen Gegner. So, jetzt werden wir gleich am nächsten hier vorbei. Dann haben wir jetzt hier den 4. und den nächsten haben wir uns jetzt hier in der ersten Runde schon den 3. Platz gesichert. Müssen wir also nur noch 2 Fahrzeuge überholen. Da ist schon der nächste. Zack, haben wir den 2. Platz. Also haben wir jetzt nur noch einen vor uns. Den einen überholen wir jetzt hier auch noch und haben uns jetzt hier auch in der ersten Runde den 1. Platz gesichert. Dann können wir wieder vorzwitschen hier zur Siegerehrung. Mal kurz Lichtschufe, genau. So, und dann haben wir Rennen 5 hier auch schon abgeschlossen. Ja, Rennen Nummer 4 und Rennen Nummer 5 haben wir jetzt hier auch fertig beim Gruppe 4 Cup bei der Anfängerliga. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und im nächsten Video geht's dann weiter. Dann geht's rüber zur Amateurliga, weil da sind ja auch wieder neue Rennen mit dabei. Okay, dann sage ich mal, bis dahin, macht's gut und viel Spaß weiterhin bei Gran Turismo Sport. Bis dahin, okay, ciao.